Hallo liebe Freunde von notkabinen.online. Ich bin auf dem Weg nach Neunkirchen-Schlottmitten, das liegt im Siegerland. Dort ist eine Eröffnungsparty heute von der Firma PBS Offroad. Dort wird es in Zukunft Offroad-Zubehör geben. Es werden dort drei Motorräder verkauft. Es wird dort Camping-Zubehör geben und natürlich Wohnkabinen. Die wollen wir uns jetzt mal anschauen. So, hallo Lukas, grüße dich. Hallo, Roger. Ich habe gehört, du bist jetzt hier im Verkauf tätig bei der PBS Offroad. Und ja, was gibt es denn Gutes in Zukunft bei der PBS? Ja, also wir sind jetzt neu im Markt, PBS Offroad. Und wir beschäftigen uns unter anderem mit Sonderfahrzeugbau, unter anderem Wohnkabinen, wo wir ja drüber reden wollen, aber auch mit anderen Produkten, zum Beispiel von Alucap und so weiter, eigentlich alles rund um das Offroader-Herz, von kleinen Fahrzeugen, also bis 3,5 Tonnen und natürlich auch die großen Fahrzeuge über 3,5 Tonnen, also LKWs. Ja, mich interessiert ja immer die Pickup-Kabinen auf Euro-Pickups. Wie jetzt Ranger oder Mitsubishi, was bietet ihr da an? Da haben wir verschiedene Grundausstattungstypen. Also wir haben zum Beispiel jetzt hier im Hintergrund ein Fahrzeug stehen, das ist ein Land Rover Defender 130er, wo wir quasi den hinteren Kabinenteil abgeschnitten haben und neu zusammengebaut haben. Und dann kommt da drauf eine Kabine mit einem Alurahmen, wie wir es sehen, wo dann entsprechend Sandwich-Platten eingebaut werden mit einem Hubdach oben drauf. Mit einer vernünftigen Innenausstattung, also was voll expositionstauglich ist. Und dann kann der Kunde individuell gestalten lassen von euch? Oder wie? Genau, also wir bauen das entsprechend auf Kundenwunsch, was der Kunde haben möchte. Wir haben da verschiedene Möglichkeiten, so eine Kabine auch vorher dann zu zeichnen, um das halt eben dann entsprechend mit dem Kunden individuell abzusprechen. Ah, interessant. Und den Innenbau übernimmt ihr auch? Oder? Genau, also Innenausbau, da können wir auch entsprechend dann tätig werden, je nachdem, was der Kunde ganz gern haben möchte. Arbeiten wir da mit verschiedenen
Fachleuten zusammen oder mit einer Schreinerei zum Beispiel für Holzausbauten. Wenn es das was aus Alu sein soll, da können wir auch selber dann mit Hand anlegen. Mhm. Genau, im Metallbereich, da sind wir so zu Hause. Schön. Und dann habe ich gesehen, Dachzelte gibt es auch bei euch? Genau, Dachzelte gibt es auch, genau, für jegliche Art von PKWs oder eben auch Geländewagen. Da haben wir aktuell James Baru mit drin und die Sachen von AluCap. Wenn wir AluCap schon ansprechen, natürlich auch dann für die Pickup-Fahrzeuge, den Canopy-Camper oder halt eben auch die klassische Kajakkabine, die auf Euro-Pickups hin und auf. Danke dich recht herzlich bei dir. Vielen Dank und ich denke, wir werden uns öfters noch hören und sehen. Ja, würde mich freuen. Das war's von der Eröffnungsparty der PWS Offroad in Neunkirchen-Schmidt-Hütten. Weitere Informationen dazu gibt es unter wohnkabinen.online und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder bei einem meiner Beiträge.